Hallo, hier ist Lia2004 mit einem neuen Video. Vor rund einer halben Stunde hat der FC Bayern München selber einen kleinen Teaser auf Twitter rausgehauen, beziehungsweise einen kleinen Leak, wie denn wohl das dritte Trikot, das Champions League Trikot aussehen wird. Ich blende euch das Bild einmal hier ein. Wir sehen Manuel Neuer, wir sehen Nagelsmann, Serge Gnabry bei dem man das Trikot wohl am deutlichsten sieht, Ryan Grafenberg daneben, eine Spielerin aus der Frauenmannschaft, Thomas Müller und noch ein Spieler aus der Damenmannschaft. Und wir sehen, es ist ein schwarzes, ein dunkles Trikot, so wie wir ja generell im Prinzip sehen die Champions League Trikots ja immer so aus. Letztes Jahr war das Auswärtstrikot schwarz, also das Champions League Trikot war weiß, Heimtrikot war rot, wie immer. Dieses Jahr ist es wieder wie gewohnt, dass das Champions League Trikot etwas dunkler ist. So wie ich sie sehe auf den ersten Blick, finde ich es echt nicht übel. Torwarttrikot bin ich kein Fan von bei Manuel Neuer, finde ich nicht so gut. Aber hier der Serge Gnabry, wie das da bei ihm aussieht, mit diesem ja dunkleren Rot und dieser dunklen Farbe auf dem Trikot, das gefällt mir wirklich sehr. Da bin ich durchaus ein Fan von, finde ich echt gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann komplett aussieht am 11. August, also in 3 Tagen wird das Trikot dann offiziell vorgestellt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dann komplett aussehen wird. Aber das, was man eben schon auf diesem kleinen Teaser ja entdecken kann, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, würde ich behaupten. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, falls ihr es schon gesehen habt. Vielleicht seid ihr ja schon sehr überzeugt davon, dass ihr sagt, ich kaufe mir das Trikot direkt. Vielleicht auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Das war's von mir und ciao.